Es sind Landschaften von bezaubernder Schönheit. Einzigartig, artenreich, beispielhaft. Denn hier geschieht etwas Besonderes. Diese Lebensräume bleiben erhalten, weil der Mensch sie nutzt und gestaltet. Ein neuer Pakt mit der Natur. Riesige Regenwälder prägen dieses Gebiet im Herzen Afrikas, den Norden der Republik Kongo. Hier gibt es Landschaften, die noch nie ein Tourist zu Gesicht bekommen hat. Es ist die Heimat der Gorillas, genauer der westlichen Flachland-Gorillas. In keinem anderen Land leben mehr dieser Menschenaffen. Doch diese Region ist längst kein unberührtes Paradies mehr. Straßen führen in einstmals unzugängliche Gebiete. Aus Dörfern wurden kleine Städte. Immer tiefer dringen Menschen in die Wälder vor, auf der Suche nach wertvollen Tropenhölzern. Wiederholt sich hier das Drama, das sich in anderen Regenwäldern abspielt? Oder wie lassen sich die Schätze der Natur nutzen, ohne die Heimat der Gorillas zu zerstören? Der Nationalpark Ozalakukua ist einer der ältesten Afrikas. 1935 gegründet, gehört er zu den wenigen Orten, wo sie so nah zu sehen sind. Die westlichen Flachlandgorillas. Obwohl sie zu der am weitesten verbreiteten Unterart der Gorillas zählen, ist relativ wenig über ihr Verhalten bekannt. Denn gewöhnlich machen sie einen weiten Bogen um Menschen und lassen sich im dichten Unterholz des Dschungels nur schlecht beobachten. Trotz aller Scheu überwiegt vor allem bei den Jungtieren die Neugierde. Obwohl sie nur wenige Meter entfernt sind, haben sie die Ruhe weg. Die Kleinsten trauen sich am weitesten vor. Denn sie wissen, dass ihr Vater alles im Blick hat. 160 Kilo Muskelmasse. Er ist das Oberhaupt einer stolzen Familie von 22 Gorillas. Die Tiere gelten als ausgesprochen friedlich und verbringen die meiste Zeit am Boden. Doch sie sind auch äußerst geschickte Kletterer.
Das Idyll kann schnell darüber hinwegtäuschen, dass sie zu einer vom Aussterben bedrohten Art gehören. Es ist schwierig abzuschätzen, wie viele westliche Flachlandgorillas in den abgelegenen Regenwäldern Zentralafrikas leben. Nachdem Forscher in den vergangenen Jahren neue Populationen entdeckt haben, wird ihre Gesamtzahl auf 316.000 geschätzt. Es bleibt ein einzigartiges Ereignis, einen ausgewachsenen Gorillamann bei seiner Lieblingsbeschäftigung zu beobachten. Fressen und schlafen. Schlafen und fressen. Einen der ebenfalls seltenen Waldelefanten bekommt man im Nationalpark Otsalakokua nur zu Gesicht, wenn er sich aus dem Dickicht wagt. Ihn zieht es, wie viele andere Tiere, an einen Ort, der sich tief im Dschungel auftut. Über 1,5 Kilometer erstreckt sich diese natürliche Schneise. Solche offenen Flächen sind eine Besonderheit der Wälder im Kongo-Becken. Auch Rotbüffel suchen immer wieder die Lichtungen auf. Ob sie Tatunga-Antilopen oder Schreiseeadler? Die Tiere finden hier etwas, das sie zum Überleben brauchen. Mineralien im Boden. Obwohl die faszinierende Tierwelt im Nationalpark unter Schutz steht, leben längst nicht alle seine Bewohner in Sicherheit. Eine große Weißnasenmeerkatze oder das, was von ihr übrig geblieben ist. 7 Kilo Fleisch, das im Kochtopf landen soll. Der Handel mit diesem sogenannten Buschfleisch ist eine immer größere Bedrohung für die Wildtiere in der Region. Es ist die Aufgabe der Eco-Guards, bewaffneter Ranger, den Handel mit dem Buschfleisch einzudämmen. Fast jedes Auto, das an ihrem Kontrollposten halten muss, ist voll mit getöteten Meerkatzen oder kleinen Antilopen. Hunderte solcher Kadaver sehen sie Tag für Tag. Das Problem? Sie dürfen das Fleisch nicht einfach beschlagnahmen. Denn wilde Tiere zu jagen und zu essen hat Tradition im Nordkongo. Und ist in gewissem Rahmen völlig legal. Solange keine geschützten Tierarten wie Gorillas gejagt wurden, müssen die Eco-Guards die Leute weiterfahren lassen. Sie können die Jagd auf Wildtiere nicht unterbinden, sondern dürfen lediglich überwachen, dass sich jeder an die Jagdgesetze hält. Doch selbst bei Verstößen sind ihnen die Hände manchmal gebunden. Denn der Hunger der Menschen zählt für die regionalen Behörden mehr als der Schutz der Natur. Wissen Sie, normalerweise ist der kommerzielle Handel mit Buschfleisch zu dieser Zeit strikt verboten. Denn wir befinden uns gerade in einer Periode, in der die Jagd untersagt ist. Wir dürfen den Handel mit Fleisch daher eigentlich nicht genehmigen. Aber angesichts der Realität in der Provinz Sanga, ich weiß nicht, ob das eine politische Sache ist, jedenfalls ist hier die Hauptbeschäftigung der Leute die Jagd. Wir sind daher gezwungen, den Menschen zu helfen. So ist die Realität. Obwohl die Eco-Guards täglich viele Autos kontrollieren, boomt der Handel mit dem Buschfleisch.
Die meisten der 80.000 Einwohner im und um den Park sehen nicht ein, warum sie auf ein billiges und für sie ganz normales Lebensmittel verzichten sollen. Die Verwaltung des Nationalparks sitzt in Mbomo, einem Städtchen am Rande des Schutzgebietes. Vor einigen Jahren übernahm die Nichtregierungsorganisation African Parks die Leitung. Seitdem unternimmt sie viel, um die Menschen vor Ort vom Naturschutz zu überzeugen. Keine leichte Aufgabe. Das gilt auch für Elfenbein. Das illegale Geschäft mit dem weißen Gold ist inzwischen in den Dschungel Zentralafrikas vorgedrungen. Selbst dichter Regenwald hindert die Wilderer nicht daran, die grauen Riesen gnadenlos abzuschießen. Was hier liegt, ist das beschlagnahmte Elfenbein aus den vergangenen 18 Monaten. Darunter auch Zähne von Jungtieren, nur ein paar hundert Gramm schwer. In der Asservatenkammer des Parks lagern auch die Tatwaffen. Beschlagnahmte Gewehre, mit denen die Wilderer nicht nur auf Elefantenjagd gehen, sondern auch die Eco-Guards bedrohen. Selbst Kriegswaffen wie diese Kalaschnikow sind dabei. Dem Nationalpark fehlt das Geld, um noch mehr bewaffnete Ranger in den Kampf gegen die Wilderer zu schicken. Und es fehlt die Unterstützung der Menschen, die direkt am Park leben. Die Wilderei von Elefanten hat im vergangenen Jahr zugenommen, ebenso wie die Armut. Abgenommen haben hingegen die Arbeitsplätze im Kongo. In solchen Momenten war es schon immer so, dass die Leute auf traditionelle Ressourcen zurückgegriffen haben, auf Elfenbein oder Buschfleisch. Das Problem ist größer geworden. Ein Anzeichen dafür ist, dass sich der Preis für Elfenbein verdoppelt hat. Autos zu kontrollieren und Waffen zu beschlagnahmen, das allein reicht nicht. Es geht darum, dass die Menschen im Kongo für sich einen Wert in einer intakten Tier- und Pflanzenwelt erkennen. Sie müssen vom Naturschutz profitieren. Der Nationalpark braucht Verbündete. Wie schwer das ist, zeigt sich bei einem Besuch in Lango, einem Dorf mit 150 Einwohnern. Mitten im Urwald. Die Dorfbewohner haben kleine Felder und Gärten angelegt, um Maniok, ein paar Avocadobäume und Ölpalmen anzupflanzen. Regelmäßig bekommt das Dorf ungebetenen Besuch aus dem Park. Sie warten auf den passenden Moment, um alles zu verwüsten. Es gibt dann einen Heidenlärm, einen ohrenbetäubenden Krach von da drüben. Und dann greift er an. Das ist wirklich seltsam, sehr seltsam. Das ist lebensgefährlich. Wir werden geradezu verfolgt von diesen Elefanten. Angesichts der zertretenen Pflanzungen kann der Bauer dem Schutz der Wildtiere nicht viel abgewinnen. Zerstörung durch Tiere, durch geschützte Tiere. Dabei sollte man doch zunächst mal an die Bevölkerung denken. Wir sind für den Naturschutz und gegen die Wilderung. Aber wir verlangen, dass die Regierung uns gut leben lässt. Die Nationalstraße markiert die Grenze des Parks. Eine Grenze, die seine tierischen Bewohner nicht aufhält. Denn es gibt keine Zäune. Und auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist vieles anders.
Die Gorillas laufen aus dem Nationalpark direkt in das angrenzende Gebiet einer Holzfirma. In einen Wald, der wirtschaftlich genutzt wird. Sollte das die Tiere nicht vor diesem Gebiet abschrecken? Das Gegenteil scheint der Fall. Auch hier wandern Gorilla-Familien durch den Dschungel. Nicht selten kreuzen sie den Weg von Holzfällern. Jeden Werktag kurz vor 6 Uhr morgens kommen sie an. Anderthalb Stunden Fahrt durch den riesigen Wald des Holzunternehmens haben sie hinter sich. Holzfäller mit riesigen Motorsägen, LKW und Baggerfahrer machen sich für ihren gut bezahlten Job bereit. Sie arbeiten für die IFO, die Industrie Forestière du Esso. Die Firma hat vom Staat eine sogenannte Forstkonzession erworben und damit das Recht, das Holz eines Waldgebiets zu nutzen. Forstingenieur Jean-Paul Bellinga sorgt dafür, dass sich alle an den Zeitplan halten. Denn Zeit ist Geld. Auch im Dschungel. Nachdem sie ihre Ausrüstung aufgeladen haben, geht es weiter. Der Wald der IFO. Mit 11.600 Quadratkilometern die größte Forstkonzession im Land. Halb so groß wie Mecklenburg-Vorpommern. Zehn Teams zu je drei Mann fällen Bäume im Akkord. Immer wieder wird die Kettensäge neu angesetzt. Das sorgt dafür, dass der Baum in eine bestimmte Richtung fällt. Der Sturz soll die Holzfäller nicht gefährden und keine unnötigen Schäden im Wald verursachen. Nur einzelne wertvolle Bäume werden gefällt und mit einer Nummer markiert, um den weiteren Weg des Holzes verfolgen zu können. Vom Wald bis zu den Käufern in aller Welt. Die Holzfäller im Wald der IFO arbeiten nach einem detaillierten Plan. Alle haben Karten der Einschlagszone dabei. Darin sind nicht nur die Positionen der Bäume verzeichnet, die gefällt werden, sondern vor allem auch die Bäume und Gebiete, die verschont bleiben sollen. Ein gefällter Baum bedeutet nicht automatisch, dass der Wald zerstört wird. Denn wir fällen längst nicht alle Bäume. Wir dürfen nur Bäume mit einem bestimmten Mindestdurchmesser fällen. Das ist also keine Zerstörung. Das ist eine Form von Ernte und absolut verantwortlich. Mit den geringstmöglichen Schäden. Trotz Insekten, Hitze und Luftfeuchtigkeit müssen die Fäller hochkonzentriert bleiben. Ein falscher Schnitt kann gravierende Folgen haben. Für die Sicherheit der Männer, die Holzqualität oder die Natur. Sie versuchen, dass der Baum dorthin fällt, wo er möglichst wenig andere Bäume trifft und zerstört.
Doch ist das nicht nur eine Behauptung angesichts solcher Bilder? Aus dieser Perspektive sieht das Fällen eines Urwaldriesen nach Abholzung aus. Man muss in die Luft gehen, um das ganze Bild zu erfassen. Der gefällte Baum hat tatsächlich nur auf einer begrenzten Fläche Schaden angerichtet. Denn hier gibt es keinen Kahlschlag. In diesem Wald wird durchschnittlich nur ein Baum auf einer Fläche so groß wie zwei Fußballfelder gefällt. Und das nicht nur aus Umweltgründen, sondern auch aus wirtschaftlichem Kalkül. Denn das Geschäft der Holzfirma ist nur so lange sicher, wie der Wald erhalten bleibt. Der Kameruner Jean-Paul Bellinga und der Franzose Antoine Couturier sind bei der IFO dafür verantwortlich, dass hier fast alles anders läuft, als viele Naturschützer in Europa glauben. Auch sie arbeiten mit Karten, die präzise Informationen enthalten. Den großen Überblick, was im Wald getan werden soll und was nicht. Lichtungen, Bäche und geplante Wege sind ebenso eingezeichnet, wie jeder große Baum. Doch wie ist die IFO an solche metergenauen Angaben in einem tausende Quadratkilometer großen Urwald gekommen? Indem sie nachgeschaut hat, Baum für Baum. Lange bevor Holzfäller den Wald betreten, machen Sie sich an die Arbeit, an die Inventur des Regenwaldes. Ihre Aufgabe? Aufzeichnen, welche Baumarten hier wachsen und wie dick die Bäume sind. Sobald ein Baum im Weg steht, wird dessen Durchmesser ermittelt. Der ist entscheidend für die weitere Planung. Je nach Art müssen die Bäume mindestens 70 oder 100 Zentimeter dick sein, bevor man sie fällen darf. Dünnere bleiben stehen. Ebenso die ganz großen und alten mit mehr als 2 Metern Durchmesser. Baumart, Durchmesser und Position werden notiert. Und die Bäume bekommen eine Nummer, um sie später identifizieren zu können. Alle Informationen wandern in eine Datenbank. Durch die Inventur kennt die Holzfirma jeden Baum, bevor der erste Holzfäller anrückt. Das machen wir, um den Wald genau zu kennen, um exakt zu wissen, wie viel Holz, welche Arten, welche Stämme da sind. Das brauchen wir für unsere Planungen, damit wir wissen, wie viel Holz wir bis zum Ende des Jahres ernten können. Die Volkszählung im Regenwald umfasst aber nicht nur die Bäume. Auch die Tierwelt wird systematisch erfasst. Egal ob Kolobusaffen oder Waldelefanten. Experten einer Naturschutzorganisation suchen in einem geplanten Einschlagsgebiet vorab nach Zonen, in denen besonders viele oder seltene Tiere vorkommen. Werden Areale gefunden, in denen zum Beispiel besonders viele Gorillas leben, bleiben diese von den Holzfällern verschont. Insgesamt 27% ihres gesamten Konzessionsgebietes hat die Holzfirma IFO unter Schutz gestellt.
Auch auf der restlichen Fläche werden nicht überall Bäume gefällt. Denn das Gebiet, in dem die IFO Holz schlagen darf, ist in 30 Zonen eingeteilt. Und nur in einer davon arbeiten die Holzfäller im Jahr. Am Ende der Waldinventur kennt das Holzunternehmen jede Ecke der Einschlagszone. Jeder Punkt ein Baum. Dadurch kann die Firma sehr effizient und damit kostenschonend an die Arbeit gehen. Exakt 45.482 Bäume hätten im Jahr 2017 gefällt werden dürfen. Tatsächlich blieb am Ende mehr als die Hälfte davon stehen. Der Wald kann sich mit der Zeit regenerieren, bevor die Holzfäller in 30 Jahren wiederkommen. Anders als der benachbarte Nationalpark hat die Holzfirma den Menschen einiges anzubieten. Nicht nur Arbeitsplätze. Eric Mvuyu ist nach Attention gekommen, einem Dorf mit gut 500 Einwohnern. Zusammen mit seinen Kollegen vom Sozialteam der IFO erklärt er den Bewohnern, was die Firma plant. Das sorgt nicht nur für eine konfliktfreie Nachbarschaft, sondern entspricht auch den Forderungen von Menschenrechtsgruppen, die den Umgang von Holzfirmen mit Anwohnern oft kritisieren. Der Dorfälteste möchte, dass die Holzfirma eine Straße ins Nachbardorf ausbessert. Diese Frau verlangt, dass die Holzfirma darauf achtet, dass bestimmte Bäume um das Dorf nicht gefällt werden. Und er fordert, dass sich die Holzfirma an den Gehältern der Lehrer beteiligt, da sie vom Staat oft nicht bezahlt würden. Der von den Behörden genehmigte Forstmanagementplan schreibt vor, dass die Holzfirma Geld in einen lokalen Entwicklungsfonds einzahlt, über dessen Verwendung die Anwohner mitbestimmen. Wir kommen, bevor die Arbeiten in der Einschlagzone beginnen. Wenn wir uns einig sind, setzen wir einen Vertrag auf, den alle Beteiligten unterzeichnen. Erst danach kann die Holzfirma damit beginnen, Bäume zu fällen. Gerade haben wir mit Ihnen über die Einschlagzone im kommenden Jahr diskutiert. Eric trifft sich auch mit jenen, die nicht im Dorf, sondern im Wald zu Hause sind. Es sind Angehörige der Baka und Mikaya, Pygmäenvölker, die vor allem im und vom Wald leben. Für sie ist der Wald ein spirituelles Wesen. Der Gesang soll dafür sorgen, dass es sich weiter um sie sorgt. Mit der Arbeit der Holzfirma dringt ein neues Zeitalter in ihr Leben. Aber auch sie können dabei mitbestimmen. Eine völlig neue Erfahrung für die Baka und die Mikaya. Denn normalerweise kümmert sich hier niemand um ihre Interessen. Ein großes P wird auf den wilden Mangobaum gemalt. Es signalisiert den Holzfällern, dass dieser Baum geschützt ist. Denn seine Früchte sind ein wichtiges Nahrungsmittel. Die Holzfirma hat sich dazu verpflichtet, dass Siedlungen, heilige Stätten oder Bäume, die wichtig für die Pygmäen sind, vom Holzeinschlag verschont bleiben. Und deshalb zeigen sie dem Sozialteam auch diesen Baum. Ein Medizinbaum mit einer ganz speziellen Arznei. Die Rinde ist dazu da, ein Problem zu lösen. Wenn es Streit gibt, wenn ein Dieb nicht zugibt, dass er gestohlen hat, dann nehmen wir das, zerdrücken es und legen es in Wasser. Dann betropfen wir damit das Auge. Wenn Sie schuldig sind, werden wir es herausfinden, denn das wird Sie erblinden lassen. Zum Glück entfaltet die streitschlichtende Rinde ihre Wirkung noch bevor sie eingesetzt wird. Aus Angst zu erblinden hat bislang noch jeder Schuldige gestanden. Mit einem GPS-Gerät hält eine Pygmäenfrau den genauen Standort des Baumes fest, damit er in den Karten der Holzfäller verzeichnet wird.
Singend geht's weiter zum nächsten Baum mit magischen Kräften. Eine Art Anti-Migrationsbaum. Wenn der Ehemann fortgegangen ist und nicht zurückkommen will, dann nimmt man die Rinde dieses Baumes und isst sie zusammen mit einer einheimischen Pfefferschote. Man ruft: Mein Mann kommt zurück, mein Mann kommt zurück. Das funktioniert dann. Er wird zurückkommen. Ob das immer funktioniert? Die Antwort ist eindeutig. Zu einer verantwortungsvollen Forstwirtschaft, das wird hier klar, gehört nicht nur der Respekt vor der Natur, sondern auch vor den Traditionen der Waldbewohner. Weil die Holzfirma zudem Arbeitsplätze schafft und die Dörfer finanziell unterstützt, ist hier niemand gegen den Handel mit Tropenholz. Am Ufer des Sanga, in der Kleinstadt Ngombe, liegt die Sägerei der IFO. Mit rund 1000 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in der Region. Die Holzfirma gehört dem Schweizer Unternehmen Interholco, das weltweit mit Tropenhölzern handelt. Nachdem Umweltschützer jahrelang einen Boykott von Tropenholz gefordert haben, sollen diese Hölzer auch kritische Verbraucher überzeugen und neue Märkte erobern. Weil die Holzfirma den Wald nachhaltig bewirtschaftet, die Tiere und die sozialen Rechte der Bevölkerung schützt, darf dieses Holz mit einem Siegel für verantwortungsvolle Forstwirtschaft ausgezeichnet werden. Mit dem Siegel des FSC. Unabhängige Kontrolleure prüfen einmal pro Jahr, ob sich die Firma auch wirklich an alle Auflagen hält. Die IFO gilt unter Experten als ein Vorzeigeunternehmen in Sachen nachhaltiger Forstwirtschaft. Dennoch hat sie ein Problem. Trotz aller Kontrollen halten manche Naturschützer die Rede vom nachhaltigen Tropenholz für ein Märchen. Auch Vincent Istas kennt das Misstrauen. Er arbeitet bei der benachbarten Holzfirma CIB, die ebenfalls mit dem Qualitätssiegel des FSC ausgezeichnet wurde. Viele Kritiker glauben, der Schutz der Natur sei nur in einem Nationalpark möglich. Wenn Sie im Nordkongo den Wald schützen wollen, gibt es ganz klar zwei Möglichkeiten. Entweder gründen Sie Nationalparks und statten sie mit den erforderlichen Mitteln aus, um sie zu schützen. Denn sonst stehen die nur auf dem Papier. Oder aber Sie schaffen Forstkonzessionen, in denen der Wald nachhaltig genutzt wird. Dass sich die beiden FSC-zertifizierten Holzfirmen tatsächlich an die Regeln halten, zeigen regelmäßige Kontrollen. Zum Beispiel darf der Platz, auf dem die Holzstämme gelagert wurden, nicht größer als 2500 Quadratmeter sein. Mit dem GPS wird das metergenau nachgemessen. Nachdem die Holzfäller im Wald fertig sind, messen die Kontrollteams auch nach, ob die maximale Breite der Wege eingehalten wurde, auf der Raupenschlepper die Baumstämme abtransportiert haben. Stellen sie schwerwiegende Verstöße fest, werden die zuständigen Mitarbeiter zur Verantwortung gezogen. Denn im schlimmsten Fall könnte der Holzfirma das Umweltsiegel entzogen werden. Rund 7% der jährlichen Einschlagszone werden durch das Fällen der Bäume und den Straßenbau geöffnet. Es ist erstaunlich, wie schnell diese Flächen wieder zuwachsen. 6 Monate, nachdem die Holzfäller verschwunden sind. Die Wege, auf denen Raupenschlepper fuhren, sind wieder grün. Die zurückgelassene Krone eines gefällten Baums ist kaum noch zu erkennen. Musik.
Es ist fast unmöglich, das Waldstück zu finden, in dem vor 10 Jahren Bäume gefällt wurden. Laut GPS befindet es sich genau hier. 10 Jahre später und der Wald ist von einem unberührten Regenwald kaum zu unterscheiden. Diese Form umweltschonender Forstwirtschaft rechnet sich für die Holzfirma, weil sie den Wald auch in Zukunft nutzen will. Doch welche Folgen hat die Arbeit der Holzfäller für das Leben der Gorillas? Wie gut oder schlecht geht es den Menschenaffen in der Forstkonzession der IFO? Um das herauszufinden, haben unabhängige Wissenschaftler die Tiere gezählt. Genauer gesagt, ihre Schlafnester aus Pflanzen, die sie sich jeden Tag bauen, um darin zu übernachten. 2-mal sind die Biologen gekommen, um die Gorillas zu zählen. 2007 und 2014. Um dadurch auch herauszufinden, ob es mehr oder weniger Tiere werden. Das Ergebnis der Studie ist ebenso eindeutig wie erstaunlich, selbst für die Fachwelt. Im Wald der Holzfäller leben etwa 70.000 westliche Flachlandgorillas. Mehr als irgendwo sonst. Weit mehr als im benachbarten Nationalpark Otsala-Kokua. Und ihre Zahl ist im Laufe der Jahre stabil geblieben. Im Gegensatz zu vielen anderen Regionen sind sie hier nicht weniger geworden. Eine gute Nachricht auch für die Holzfirma. Denn die Tiere fressen die Früchte des Waldes, verbreiten so Samen und tragen dazu bei, dass sich der Wald regenerieren kann. Im Gegensatz zu allen Vorurteilen haben die Gorillas kein Problem, sich den Wald mit den Holzfällern zu teilen. Die Holzfirma respektiert ihren Lebensraum und schützt die Tiere sogar vor Wilderern. Die FSC-zertifizierten Holzfirmen bieten den Gorillas aber nicht nur Schutz. Sie haben auch dafür gesorgt, dass sich die Fläche, auf der die Gorillas gefahrlos umherwandern können, in den vergangenen Jahren deutlich vergrößert hat. Die sichere Heimat der Gorillas im Norden der Republik Kongo ist mittlerweile fast doppelt so groß wie Belgien. Ein Erfolg, der nicht nur Nationalparks, sondern vor allem 2 Holzfirmen zu verdanken ist, von denen im Rest der Welt bislang so gut wie niemand Notiz genommen hat. Ebenso wenig wie von der eigentlichen Gefahr für die Natur, die hier droht. Eine Goldmine am Rande des Nationalparks Otsala-Kokua. Finanziert mit Kapital aus China, errichtet von chinesischen Arbeitern. Die Erde unter den Regenwäldern ist voll mit kostbaren Rohstoffen. Um das Gold zu fördern, wird der Wald komplett zerstört und der Boden durchsiebt. In dieser Schneise wird für lange Zeit kein Baum mehr wachsen. Dabei ist dies nur eine kleine Mine, die austestet, ob sich der Abbau im großen Maßstab lohnt. Auch auf dem Gebiet der IFO haben sich bereits Goldsucher umgeschaut. Doch die Holzfirma konnte den Abbau verhindern. Denn anders als der Nationalpark kann sie etwas anbieten, das sich ebenfalls wirtschaftlich auszahlt. Tropenholz und viele Arbeitsplätze.
Congo is a country that is busy developing itself. Der Kongo ist ein Land, das sich rasend schnell entwickelt und dafür seine natürlichen Ressourcen braucht. Wir müssen den staatlichen Behörden daher einen Weg vorschlagen, um diese Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Die Alternative wäre Minen, Zerstörung. Holzfirmen können hingegen perfekt mit einem Nationalpark zusammenarbeiten, um den Naturschutz voranzutreiben. Aus dem Holzfällerdorf Ngombe ist eine Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern geworden. Die Menschen können hier nicht nur ihre Freizeit genießen. Es gibt zwei Fußballmannschaften, eine Klinik, sauberes Wasser und kostenlosen Strom für die Mitarbeiter der Holzfirma. Samstagnachmittag trifft man sich vor und auf der Terrasse von Etienne. Sie haben sich in Schale geworfen, um zu zeigen, dass sie nicht in Armut und Elend leben. Im eleganten Outfit tanzen sie zu den Liedern des bekanntesten Musikers weit und breit. Viele in der Region kennen ihn unter seinem Künstlernamen Ruffin Gujar. Ganz gleich, ob er auf Französisch, in Lingala oder auf Spanisch singt. Salsa-Rhythmen sind nicht das Einzige, was im Norden der Republik Kongo überrascht. Die Region könnte zu einem Vorbild für ganz Zentralafrika werden, für das zweitgrößte Regenwaldgebiet nach dem Amazonas. Naturschutz und Tropenholz mit FSC-Siegel, Nationalparks und nachhaltige Forstwirtschaft. Gemeinsam sind sie eine Hoffnung für den Regenwald. Zum Nutzen der Menschen und der Gorillas. No.